schöner kann man sich kaum auf die bevorstehenden Weihnachtstage vorbereiten. Gottfried Scheide spielte im Kaiser-Otto-Saal des Magdeburger Museums traditionelle Weihnachtslieder auf der Zither inmitten einer Ausstellung mit original erzgebirgischer Weihnachtsfiguren. Die Sammlung, insgesamt sind es fast 200 Einzelstücke, wurden dem Magdeburger Museum von Rosemarie und Horst Günther Hermanns im Jahr 2016 gestiftet, mit der Auflage, sie regelmäßig der Öffentlichkeit zu präsentieren. Über 50 Jahre lang hat das Paar jede Reise ins Erzgebirge genutzt, um seiner Sammelleidenschaft zu frönen. Woran erkennt man als Sammler die Originalität? Aus den Unterlagen, das erstmal aufgeklebt ins Erzgebirge. Dann haben wir alles im Erzgebirge gekauft. Und wenn Sie Chinesisches sehen, dann ist die Feinheit der Malerei, sehen Sie die Fehler am Mund oder das. Also es ist nicht so deutlich, so ausführlich wie unser Erzgebirge und so fein. Rosemarie, wie kommt man denn dazu, über so viele Jahre so viel Geld dafür auszugeben? Denn das war noch nie richtig billig. Ach, wissen Sie, das Geld spielte gar nicht so die Rolle dabei. Es war eben, wir fanden das als Wertschöpfung bei uns in unserer Volkskunst sozusagen. Und wir sind so gern ins Erzgebirge gefahren und überhaupt ins Gebirge. Und wenn man dann diese Schätze, die dort von den einfachen Leuten hergestellt wurden, wenn man das bewundern kann und dann auch noch kaufen konnte, aber nur mit anstehen damals zu DDR-Zeiten. Wir haben ja stundenlang anstehen müssen, um etwas kaufen zu können. Aber das war dann eine Errungenschaft, das war dann ein Schatz, ein großer Schatz. Und diesen Schatz, den hüten wir ja immer noch. Und das haben wir gesammelt und gesammelt. Und das wurde für uns immer wertvoller. Und das ist für uns ein großer Schatz. Die Tradition der erzgebirgischen Spielzeugmacher geht mit dem Niedergang des Erzbergbaus im 13. Jahrhundert einher. Immer weniger Arbeit im Bergbau und die Menschen suchten sich einen anderen Broterwerb. Holz gab es zur Genüge und so entwickelten sich traditionelle Formen, die bis heute Bestand haben. Immer wieder hat es aber Bestrebungen gegeben, zeitgemäße Formensprache in das Schaffen der Holzspielzeugmacher einzubinden und die Ergebnisse sieht man auch hier in dieser Ausstellung. Noch immer fahren Rosemarie und Karl-Heinz gerne ins Erzgebirge, aber können sie heute ihrer Sammelleidenschaft widerstehen? Wissen Sie, wir können eigentlich nicht widerstehen, aber wir zwingen uns dazu, das nicht mehr zu sammeln. Denn wir haben gesagt, es ist nun diese Gesamtheit, die wir jetzt geschaffen haben als Sammlung und die ist als solche unser Schatz geworden, aber es kann nicht erweitert werden, wir schaffen es nicht mehr. Wir werden 80, er ist schon 80 geworden, ich werde hoffentlich 80 und wir haben auch keinen Platz mehr und die Kraft fehlt uns dann auch. Und während sich die Besucher an den Figuren erfreuen, spielt Gottfried Scheide seine Zither. In der Region Magdeburg und auch im weiteren Umkreis ist er mit diesem Instrument auf jeden Fall ein Exot und das weiß er auch. Ja, ich war einer von drei Söhnen und der Jüngste und da war noch eine Zither da und da hieß es, ja Gottfried, willst du nicht Zither lernen? Ich bin damals gegangen zu einem Zitherspieler, er war von Beruf Maurer und habe eine Mark immer mitbringen müssen, eine DDR-Mark pro Stunde. Und habe als Kind, naja, vielleicht 2 Jahre das gelernt, später aber dann sein lassen, hat das geruht, jahrzehntelang nur gelegentlich mal gespielt. Und eigentlich erst seit Vorruhestandsalter, Rentenalter, habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Vorweihnachtsstimmung im Magdeburger Museum. Oder holen Sie doch einfach Ihre Weihnachtskiste vom Dachboden. Sicher findet sich noch eine Räucherkerze vom Vorjahr und zünden Sie sie an. Gleich kommt Weihnachtsstimmung auf.